Und wir legen jetzt hier los mit einer Verkostung. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und wir beginnen bei Jürgen. Jürgen, ja, Jürgen, Jürgen. Das ist Omas Pflaumenkuchen. Und wie man unschwer erkennen kann, ist der ja nicht auf ein viereckiges Blech gebacken, sondern in einer runden Backform. Und das hat folgenden Grund. Meine Oma hat immer ein Backblech gehabt und so eine Rundung. Und diese Rundung war für die Gäste und von dem Backblech hat die Familie gegessen. Und deswegen, ihr seid heute meine Gäste. Und deswegen habe ich einen wunderschönen Pflaumenkuchen in so eine tolle Form quasi gegossen. Das Auge ist mit und... Du hast gerade schon gesagt, das Runde war immer für die Gäste vorbehalten. Man kann verstehen, warum, weil es sehr schön und attraktiv aussieht, gerade wenn man es so dekoriert, wie du es auch gemacht hast. Also die Pflaumen wirklich hier einzeln aufzulegen, sodass ich hier ein sauberes Muster auch bekomme. Ich finde es schön, dass man hier außen noch die Backkante sieht. Da habe ich auch eine schöne Backfarbe, ist gleichmäßig. Ich bin sehr gespannt, ob es durchgebacken ist und wirklich so schmeckt, was es gerade eigentlich verspricht. Vor allen Dingen finde ich auch schön die Streusel nebenan, weil ich zum Beispiel mache auch keine Streusel oben drauf. Ich sage halt einfach, der Kuchen spricht für sich. Die Präsentation an sich ist dir sehr gut gelungen. Der Teig ist jetzt hier unten nicht so dick, er ist relativ dünn, aber es ist auf jeden Fall durchgebacken. Also Betty hat noch ein bisschen Teig, aber bei mir fängt es gleich mit den Zwetschgen an. Also da durchaus bitte beim nächsten Mal den Teig ein bisschen dicker haben. Weil hier kann man wirklich bei mir gut erkennen, es sind fast nur Zwetschgen. Also es ist wirklich dünn wie Zeitungspapier. Für mich persönlich ist einfach zu wenig Teig unten drunter. Ich habe tatsächlich nur die Zwetschge, die ist herrlich, die hat einen schönen Biss. Allerdings, der Teig ist halt komplett für mich verloren gegangen. Die Konsistenz von den Streuseln ist super, sie sind schön knusprig. Auch die Schlagsahne schön aufgeschlagen. Beim nächsten Mal die Verteilung vom Hefeteig noch ein bisschen gleichmäßiger machen. Gerne. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Mein Blechkuchen heißt Cherry Cherry Grandma. Ursprünglich bin ich in Daun in der Eifel geboren, bin aber, als ich 2 Monate alt war, mit meinen Eltern nach Mainz. Und dann kamen so alle 2, 3 Monate sind wir dann mal wieder zu Omas und Opas und Onkeln und Tanten. Da war natürlich viel Kuchen gefragt. Und da gab es halt häufig auch Streuselkuchen. Mir persönlich hat der Kirschstreusel immer am besten geschmeckt. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Und habe mich dann dazu entschieden, auf die eine Seite, wie ihr hier seht, noch ein bisschen Walnüsse mit drauf zu machen. Auf der anderen Seite dann ohne, weil falls jemand eine Nussallergie hat, habe ich mir gedacht, habe ich das so zweigeteilt. Ich habe das extra noch hier unterteilt und ja, ich bin äußerlich sehr, sehr zufrieden, wie er mir gelungen ist. Wie bei der Oma. Man kann jetzt schon durch das Wegschneiden der Kanten sehen, dass der Teig wirklich gut aufgegangen ist, gut gebacken ist. Dazu habe ich hier eine tolle Backfarbe. Man kann die Streusel von der Struktur erkennen. Die Frucht sieht man, so stelle ich mir einen Streuselkuchen vor. Also optisch für mich perfekt umgesetzt, das Thema. Farbe. Teig, alles ist zu sehen und genau das war das Thema. Also sollte jetzt nicht spektakulär von der Dekoration sein, beziehungsweise ist diese Präsentation an sich schon spektakulär, weil es halt einfach eine schöne Kolorierung hat. So, schneid an. Lange um den heißen Brei drumherum reden. Es war phänomenal. Genauso stelle ich mir den Blechkuchen vor. Der Teig ist durchgebacken, du hast die Kirschen drauf, die Streusel haben den Crunch, der dazu gehört. Das mit den Nüssen, genialer Wurf, muss man sagen. Und das war dir tatsächlich ja richtig so umzusetzen. Wirklich herrlich. Also ich hatte sogar ein Stück ohne die Kirsche und nur Teig und Streusel mit den Nüssen. Schmeckt einfach himmlisch. Ich glaube, wir beide könnten jetzt eigentlich auch die Platte nehmen und den Rest aufessen, oder? Vielen Dank. Bedient euch. Vielen, vielen Dank. Meine Oma wäre stolz. Juhu!
Mein Blechkuchen ist heute nicht unbedingt die Schönheit geworden. Dazu erzähle ich euch gleich noch mehr. Es ist ein Rezept meiner Oma, welches wir als Kinder immer gegessen haben. Und leider habe ich das Rezept von ihr nicht mehr bekommen, bevor sie gestorben ist. Das heißt, ich habe es versucht, geschmacklich dem nachzuempfinden, wie die Oma das immer gebacken hat. Und das ist ein Hefemürbeteig mit fein aufgeschnittenen Apfelspalten, die ich feinsäuberlich, das sieht man natürlich jetzt nicht mehr, feinsäuberlich gestapelt oder aneinandergereiht habe. Es ist ein Vanillepudding obendrauf, wo ich noch ein bisschen Eischnee untergehoben habe. Und ganz obendrauf ist Zucker und Zimt. Und da wir beim Coaching leider vergessen haben, die Kühlzeiten mit einzuberechnen, habe ich wirklich in der letzten Minute dieses wirklich verdammt heiße Ding darüber geschoben. Eigentlich muss dieser Puddingblechkuchen wirklich eine halbe Stunde stehen, dass er sich setzt, damit das ein bisschen fester alles wird. Dann kriegt man auch eine ordentliche Schnittkante hin. Ich hoffe, man kann sie so halbwegs noch erkennen. Aber er ist total lecker. Wenn ich ihn hier so drehe, dann kann man hier diese mühsame Schichtung der Äpfel sehr gut sehen, dass die wirklich so aufgefächert da stehen. Ich sehe jetzt erstmal eine Backfarbe, das gefällt mir gut. Ich sehe auch unten vom Boden eine Backfarbe. Und ein Blechkuchen, Christian hat es auch schon gesagt, braucht keine Dekoration. Und häufig sind die leckersten Blechkuchen für mich nicht unbedingt die schönsten. Es soll appetitlich aussehen, aber die Backfarbe gefällt mir schon mal sehr gut. Man muss ganz klar sagen, die Backfarbe oben drauf und auch das, was Betty gerade schon angesprochen hat, an der Seite sieht man auf jeden Fall auch die Backfarbe von unten. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht lässt er sich jetzt auch besser schneiden. Jetzt steht er ja schon ein bisschen. So hätte er sich schneiden lassen müssen. Also jetzt kann man natürlich schön den Anschnitt sehen, wie er ja eigentlich auch sein sollte. Man sieht hier oben den Pudding, die Äpfel und unten relativ dünn den Teig. Trotzdem hier auch mit einer schönen Backfarbe. Fang ruhig an. Ja, okay. Ich fange mal an. Lecker ist, glaube ich, noch zu harmlos gesagt. Es ist ziemlich geil, muss man ganz klar sagen. Diese Arbeit, die du dir gemacht hast mit den Äpfeln, die lohnt sich wirklich. Du hast einen wunderschönen Biss von den Früchten mit dabei. Du hast sie üppig gefüllt. Und obendrauf, für mich persönlich, das Highlight ist tatsächlich das mit diesem Pudding, der eine ganz eigene Konsistenz mit sich bringt und das Ganze für mich wirklich wunderschön abrundet. Die Äpfel haben den perfekten Biss. Oben, wo er abgekühlt ist, hat er jetzt auch die richtige Konsistenz. Er ist schnittfest. Sehr tolle Kombination, die einfach phänomenal schmeckt. Cool. Also wäre Oma stolz auf mich. Ja, definitiv. Ja. Danke. Vielen Dank. Streiten, wer als erstes was sagen muss. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt, ich hadere ein wenig mit dem Kuchen. Das ist jetzt nicht gänzlich das, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich die Sahne richtig aufgeschlagen habe. Und das Einzige, was euch mutmaßlich nach der Verkostung keine Bauchschmerzen bereitet, ist die Alufolie. Ich möchte euch sagen, was da stehen sollte, denn ich weiß, dass er eigentlich unfassbar lecker ist. Aber man stößt ja irgendwann an die Grenzen seines Schaffens. Ich habe mit zwei Böden gearbeitet und ich glaube, das war schon das Missverständnis Nummer eins. Ich habe erst einen Mürbeteig, dann einen Biskuitboden, dann die Apfelmarzipanfüllung und dann nochmal eine Haube, wir sagen einen Deckel vom Mürbeteig. So in der Theorie. Auf diesem Kuchen solltet ihr eigentlich Florentina finden. Je mehr ich darüber spreche, desto schlimmer wird es eigentlich. Und dann hätte man das auf diese wunderschöne Glasplatte gelegt und es schmeckt an sich vorzüglich. Ich kann nicht mehr rekapitulieren, wo Fehler 1 war. Das ist jetzt in Reihenfolge Fehler 70 und jetzt steht das, was da steht. Ich bin völlig überfragt und es tut mir wirklich unendlich leid. Ich schäme mich ein bisschen, dass das da steht. Also wo genau der Fehler lag, wird sich wahrscheinlich ganz schwer rekonstruieren lassen. Ich glaube, da brauchen wir nicht um heißen Brei oder um heißen Apfelkuchen rumzureden. Der Kuchen ist einfach definitiv nichts geworden. Nee. Die Äpfel sehen ziemlich tot aus von der Farbe. Ich glaube, das Einzige, was wirklich gebacken ist, ist der Biskuit da unten drin.
Und auch die Florentiner da hinten, du hast schon das schönste Exemplar gerade rausgeholt, auch die hätten einfach ein bisschen mehr Farbe noch gebraucht. Von der Schlagsahne her würde ich sagen, die ist dir gelungen, die hat die richtige Konsistenz. Guten Appetit. Danke. Es ist einfach sehr, sehr sportlich gewesen, dein Programm. Du hast zwei verschiedene Teige. Du hast einmal den Biskuit, den du separat backen musst, den Mürbeteig separat backen musst. Es gehören noch Kühlzeiten dazu, die musst du einhalten. Das Ganze dann mit dieser Marzipanfüllung, die muss hergestellt werden. Die Äpfel müssen geschnitten werden, zusätzlich die Florentiner. Und das Ganze in 100 Minuten. Also wenn du das hier so gestanden hättest, dann hätte ich gesagt, alter Falter, das ist wirklich Champions League. Also ich glaube, an sich, das Rezept ist für 100 Minuten einfach viel zu sportlich. Ich werde gleich mal versuchen, da so eine kleine Ecke von dem Biskuit rauszupicken. Ohne Gewehr. Ja. Ich bin mir wirklich... Ach Gott. Du kannst mir glauben, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich viel Schlimmeres gegessen als das. Warten wir mal 10 Sekunden. Ja, der Anschnitt darf auf dieser Seite... Oh Gott, oh Gott. Das da unten ist der Mürbeteig, was so aussieht, als wenn es Marzipan, Rohmasse wäre. Da über ist tatsächlich das, was durchgebacken ist, der Biskuit. Ja. Also ich möchte eine Sache übrigens überhaupt noch sagen, dass da überhaupt irgendetwas steht. Und das meine ich völlig ernst, habe ich meinen Mitstreitern zu verdanken. Die beiden haben mir versucht, bei diesem Teig beim Ausrollen zu helfen. Pascal hat mir auch noch beim Äpfelschneiden geholfen. Also ohne die drei hätte ich euch ein Blech hingestellt. Das möchte ich hier nochmal hervorheben. Dafür übrigens vielen Dank, Leute. Also mutig seid ihr, das steht mal fest. Na, Florentina ist super. Also meiner zumindest. Ja, grundsätzlich waren das hier die zwei, die definitiv gebacken sind. Mhm. Wir brauchen nicht drum herum reden. Also das können wir nicht bewerten. Von daher würde ich mich irgendwann mal freuen, ein fertiges Exemplar zu probieren. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Daniel, nicht traurig sein. Wir haben ja noch ein paar Aufgaben. Wir kommen nämlich jetzt weg von Omas Kuchen. Wir kommen jetzt zur zweiten Aufgabe. Da kannst du ganz viel wieder gut machen. Wir musst. Kommen nämlich zur technischen Prüfung. Wenn die anderen jetzt nicht mit Müllsack backen in der technischen oder mutwillig ihre Torte irgendwo hinwerfen, dann war's das.